Was ist mit Bruce Willis, dem beliebten Stirb-Langsam-Star und seinen Filmen los in letzter Zeit? Habt ihr seinen kleinen Cameo-Auftritt in The Lego Movie 2 gesehen? Warum spielt er in letzter Zeit eigentlich in nichts Großem mehr mit? Schaut weiter und findet es heraus. Jahrzehntelang war Bruce Willis nicht nur ein berühmter Schauspieler, er war einer der zuverlässigsten Kassenschlager, die es gibt. Man braucht sich nur die Zeitspanne zwischen 1994 und 2000 anzuschauen, in der er in 6 verschiedenen Filmen mitspielte, von denen 5 komplett eigene Projekte waren, die alle weltweit mehr als 200 Millionen Dollar einspielten. Die Tatsache, dass diese Produktionen in den verschiedensten Genres eingesiedelt waren, von Science-Fiction über Thriller bis hin zu Action-Blockbustern, zeugt von der besonderen Stärke von Willis. Das Publikum war bereit, ihm fast überall hin zu folgen, vor allem wenn er seine Rolle als John McClane in Stirb langsam wieder aufnahm. Seine finanzielle Zuverlässigkeit hielt bis ins 21. Jahrhundert an, als er begann, mit der Nostalgie der Menschen für seine Filme aus den 1980er Jahren zu spielen. Dies förderte den Erfolg von Produktionen wie Stirb langsam 4.0 an den Kinokassen. Selbst in den 2010er Jahren war Willis noch in lukrativen Projekten wie Looper und Red zu sehen, die ihm rund 25 Jahre nach seiner ersten Hauptrolle in einem Film Blind Date weitere Erfolge bescherten. Insgesamt haben Willis-Filme an den weltweiten Kinokassen weit über 6,7 Milliarden Dollar eingespielt. Mit dieser Summe liegt er noch vor anderen berühmten Hauptdarstellern wie Liam Neeson, Hugh Jackman und Jennifer Lawrence, um nur einige zu nennen. Geht man von seinem jahrzehntelangen Erfolg an den Kinokassen aus, scheint es unvorstellbar, dass Willis jemals in den Sumpf der Direct-to-Video-Filme geraten könnte. Dennoch wurde nicht jeder Film, in dem Willis mitwirkte, ein Kassenschlager. Selbst der Mann, der für den Start der Stirb-Langsam-Filme verantwortlich ist, kann in berüchtigten Blindgängern wie North mitspielen. Im Jahr 2013 erlebte Willis mit Red 2 und Stirb-Langsam – Ein guter Tag zum Sterben 2 besonders bemerkenswerte Enttäuschungen. Der letztgenannte Titel war nicht gerade ein Reinfall, denn er spielte weltweit 304,2 Millionen Dollar ein, bei einem Budget von 92 Millionen Dollar. Allerdings erreichte er in Nordamerika einen neuen Tiefpunkt für die Stirb-Langsam-Saga und spielte auch an den internationalen Kinokassen weniger ein als seine beiden direkten Vorgänger. Red 2 hingegen spielte deutlich weniger ein als sein Vorgänger und verfehlte weltweit die 150 Millionen Dollar Marke. Don't look at me, she's your girlfriend. Mit diesen entmutigenden finanziellen Entwicklungen wurde ein neues Franchise im Keim erstickt. Der vergleichsweise Misserfolg dieser beiden Titel aus dem Jahre 2013 war besonders beunruhigend, denn anders als frühere Willis-Kassenschlager wie Surrogates waren die beiden Streifen Teil von vermeintlich kugelsicheren Franchises. Wenn man sich nicht mehr darauf verlassen konnte, dass Willis im Rahmen von Fortsetzungen Kinobesucher anlockte, war das ein großes Problem. Die Tatsache, dass diese beiden Projekte auf andere, damals nicht erfolgreiche Willis-Filme wie Cop Out folgten, streuten nur noch mehr Salz in diese Wunden. Auch wenn dies nicht der einzige Grund war, warum er sich für DTV-Veröffentlichungen entschied, so spiegelte das schlechte Abschneiden von Willis an den Kinokassen im Jahr 2013 doch seine schwindenden Erträge als Kinokünstler wider. Es war daher unvermeidlich, dass er sich nach alternativen Möglichkeiten umschaute, seine Karriere als Hauptdarsteller fortzusetzen. Just happened. Noch in den 2010er Jahren war Willis in Filmen wie The Cold Light of Day zu sehen, die keine hohen Kosten verursachten und nicht auf bereits bestehenden Vorlagen basierten. Selbst Red, die eigentlich eine DC Comics-Adaption ist, wurde dank seines Budgets von 58 Millionen Dollar in diesem Rahmen gedreht. Seine Möglichkeiten, in solchen Projekten mitzuwirken, wurden jedoch immer geringer, als die 2010er Jahre voranschritten und die großen Filmstudios begannen, sich von Mid-Budget-Projekten abzuwenden. Studios wie Warner Brothers waren nun daran interessiert, langfristige Filmuniversen auf die Beine zu stellen, nicht mehr die Art von einmaligen Hits, die Willis in den vergangenen Jahren immer wieder zu Gold gemacht hatte. Da es immer weniger Gelegenheiten gab, in Titeln der Größenordnung von 16 Blocks in den Kinos aufzutauchen, kann man sich leicht vorstellen, dass das Zeitalter der Direct-to-Video-Filme plötzlich sehr viel attraktiver für Willis sein würde. Doch 2015 sicherte sich Bruce Willis einen sehr beeindruckenden schauspielerischen Auftritt. Eine Nebenrolle in dem Woody Allen-Film Café Society. An der Seite von Jesse Eisenberg und Kristen Stewart wollte Willis den Chef von Eisenberg spielen, der in eine Dreiecksbeziehung mit Stewarts Figur verwickelt wird. Es schien, als hätte sich Willis einen weiteren hochkarätigen Arthouse-Auftritt gesichert. Leider verkündete die Café Society-Produktion wenige Tage nach Beginn der Dreharbeiten plötzlich, dass Willis nicht länger Teil des Films sein würde. Es gab Gerüchte, dass Willis entlassen worden war, weil er Schwierigkeiten hatte, sich seinen Text zu merken. Ein Problem, das auch die anderen Schauspieler belastete.
Sein Ausstieg aus Café Society und sein damaliger Streit mit Sylvester Stallone, der dazu führte, dass seine Figur aus The Expendables 3 herausgeschrieben wurde, zeigen, wie schwierig es für ihn in den 2010er Jahren war, dauerhaft im Mainstream zu spielen. Direct-to-Video-Filme waren nicht nur ein einfacher Gehaltscheck, sondern auch eine Ausweichmöglichkeit, da es Willis schwerfiel, sich feste Kinofilmauftritte zu sichern. Tell me about it. Als die Kinobesucher sich in die Kinos setzten, um Sin City A Dame to Kill For sahen, konnten nur wenige ahnen, dass dies einer der letzten Kinofilme war, in denen Willis über Jahre hinweg auftreten würde. Abgesehen von einem kurzen Auftritt im Barry Levinson-Film Rock the Casbah von 2015 und einem Cameo-Auftritt in M. Night Shyamalan's Thriller Split von 2017, würde Willis die nächsten vier Jahre ausschließlich in Direct-to-Video-Filmen zu sehen sein. Stattdessen gaben 2015 Titel wie Wise und Extraction den Ton an für die Art von Filmen, die Willis in den kommenden Jahren regelmäßig produzieren würde. Bei vielen dieser Filme handelt es sich um Action- oder Thriller-Filme, bei denen Willis auf den Plakaten eine prominente Rolle einnahm, ohne dass er auf der Leinwand zu sehen war. Das Jahr 2016 sollte sein Engagement für diese Art von Kino weiter zementieren, während ein Film aus diesem Jahr, Precious Cargo, den Schauspieler in Bezug auf die allgemeine Kritik auf einen neuen Tiefpunkt brachte. Auch wenn die Kritiker darüber spotteten, engagierte sich Willis im Laufe der Jahre immer mehr für diese Direct-to-Video-Projekte. It's too strange. Ein Artikel von Vulture aus dem Jahr 2021 über den Produzenten Randall Emmett brachte etwas Klarheit darüber, warum Bruce Willis immer wieder in diesen Direct-to-Video-Filmen auftauchte. Insbesondere wird erwähnt, dass viele der Filme, in denen Willis auftrat, Rollen beinhalteten, für die der Schauspieler nur eine Handvoll Tage oder sogar nur einen einzigen Nachmittag benötigte, um sie zu drehen. Diese schnelle Drehzeit war theoretisch ein Gewinn für alle Beteiligten. Willis konnte die Arbeit schnell erledigen, während die Produzenten einen großen Namen für das Filmplakat haben konnten. Diese Art des Filmens ermöglichte es Willis auch, viele Direct-to-Video-Filme in einem einzigen Jahr zu drehen. Wenn man nur eine Handvoll Tage braucht, um diese Leistung zu erbringen, ist es viel einfacher, mehrere Drehs in einem Jahr zu bewältigen. Vergleicht man das mit den langwierigen Drehplänen von Willis früheren Filmen, die oft die Anzahl der Filme begrenzen, die Willis in einem einzigen Jahr drehen konnte. Bei Unbreakable zum Beispiel hat M. Night Shyamalan akribisch und zeitaufwendig gearbeitet, um jede Einstellung perfekt hinzubekommen. Die lange Zeit, die für die Hauptaufnahmen solcher Filme aufgewendet wurde, ist wie von einem anderen Planeten, verglichen mit den Drehplänen von Willis' Direct-to-Video-Titeln. Bruce Willis gibt für seine Direct-to-Video-Filme nur selten Pressetermine oder Interviews. Daher ist es schwierig, ihm Fragen zu stellen, was ihn zu Projekten wie Midnight in the Switchgrass hingezogen hatte. Ein Movie-John-Interview mit Cosmic Sin-Regisseur Edward Blake gibt jedoch Ausschluss darüber, warum Willis sich für Direct-to-Video-Filme begeistern konnte. In diesem Interview reflektierte Blake über die Umstände, die dazu führten, dass Willis in Cosmic Sin mitspielte. Wie sich herausstellte, hatte das Duo bereits zuvor zusammengearbeitet. Blake hatte zuvor einen Anruf erhalten, um einen früheren Film namens Anti-Life zu schreiben, der später in Breach umbenannt wurde. Die gesamte Existenz des Projektes beruhte einzig und allein darauf, dass Willis einen Sci-Fi-Film machen wollte. Während Willis in der Lage war, die kreative Kontrolle über seine Kinofilmbestrebungen auszuüben, ist zu bezweifeln, dass er einen Sci-Fi-Film einfach so innerhalb weniger Tage ins Leben rufen konnte. Außerdem wurde dem Schauspieler oft nachgesagt, dass er bei seinen Projekten mehr kreative Kontrolle haben möchte. Darunter auch bei Produktionen wie Moonlighting oder Cop-Out. Im Rahmen von Direct-to-Video-Filmen kann Willis endlich seinen Wunsch erfüllen und als kreativer Akteur deutlich mehr Einfluss nehmen. Ein Grund, warum man in letzter Zeit so viele Bruce Willis-Filme sieht, liegt nicht nur daran, dass der Schauspieler so dringend Geld benötigt oder die Drehbücher liebt, die ihm vorgelegt werden. Viele dieser Projekte entstehen allein aufgrund vertraglicher Verpflichtungen. In den letzten Jahren hat Willis mehrere Verträge mit Produktionsfirmen unterzeichnet, um in einer bestimmten Anzahl von Filmen innerhalb eines kurzen Zeitraums mitzuwirken. Einer der ersten größeren Fälle dieser Art ereignete sich 2018, als Willis zustimmte, in mehreren Emmett Furler-Filmen aufzutreten. Etwas mehr als zwei Jahre später verlängerte Willis seinen Vertrag mit dieser Produktionsfirma für weitere abendfüllende Filme, was sicherstellte, dass Willis sich nicht so bald von der Videoproduktion wegbewegen würde. Das bedeutet, dass die Auftritte von Willis in diesen Filmen unverzichtbar sind. Es ist nicht undenkbar, dass seine Verpflichtungen im Rahmen dieser Verträge für mehrere Filme ausreichen, um ihn auch dann zu binden, wenn ihm in Kinofilmen eine Rolle angeboten wird. Mit diesen Verträgen wird die langfristige Natur von Willis' Engagement in Direct-to-Video-Actionfilmen sehr viel deutlicher. Obwohl Direct-to-Video-Filme die Karriere von Bruce Willis nach 2013 dominiert haben, hat er es dennoch geschafft, in einer Handvoll Kinofilmen aufzutreten. Im Jahr 2018 kehrte Willis mit dem von Eli Roth inszenierten Remake von Death Wish in die Hauptrolle eines Actionfilms zurück.
Das Marketing des Films lehnte sich an die Idee an, dass dies Willis erstes Kinofilmvehikel seit einer Weile sei, in dem es dieses Projekt als ein Comeback für Willis inszenierte. Auf den Death Wish-Plakaten prangerte sogar der Slogan Bruce is back. Leider war Death Wish mit einem weltweiten Einspielergebnis von 48,5 Millionen Dollar weit davon entfernt, an die glorreichen Zeiten von Willis' Erfolg an den Kinokassen anzuknüpfen. In der Zwischenzeit trat Willis 2019 in einem Dreierpack von Kinofilmen in Erscheinung, die sich alle in puncto Leinwandpräsenz stark voneinander unterschieden. Er war eine der Hauptfiguren in Glass, einer Fortsetzung seines Films Unbreakable aus dem Jahr 2000. Der Thriller spielte weltweit 246,9 Millionen Dollar ein und war damit der 12. größte Titel, in dem Willis je mitgespielt hatte. Eine willkommene Abwechslung zu seinem Box-Office-Blues in den 2010er Jahren. Willis hatte auch einen Cameo-Auftritt als er selbst in The Lego Movie 2 und eine Nebenrolle in Edward Nortons Regiewerk Motherless Brooklyn, das an den Kinokassen allerdings ein Reinfall war. Nicht alle diese Filme waren so einträglich wie Armageddon, aber allein die Präsenz von Willis in 4 Kinofilmen in den Jahren 2018 und 2019 deutet darauf hin, dass er sich noch nicht ganz von der großen Leinwand verabschiedet zu haben scheint. Schon 2017 waren Seiten wie Den of Geek fasziniert davon, wie oft Willis für einfache Gehaltszahlungen zu den Quellen der Direct-to-Video-Filme ging. Ein paar Jahre und unzählige Filme später ist dieser Karriereknick geradezu berüchtigt. Jeder, von der New York Times bis zum Popkulturautor Nathan Rabin, hat sich in seinen Artikeln mit den Unzulänglichkeiten dieser Filme auseinandergesetzt. Dabei wurde oft die Frage aufgeworfen, warum ein Mann, der früher mit riesigen Kinohits Schlagzeilen machte, sich kopfüber in diese Filme stürzt. Auch wenn er sich nach einer Aphasie-Diagnose von der Schauspielerei zurückgezogen hatte, gibt es immer noch jede Menge Filme, die perfekt für die Videotheken geeignet sind. Die IMDb-Seite von Bruce Willis ist übersät mit kommenden Filmen, die direkt auf die kleinen Bildschirme gebracht werden sollen. Zu den bevorstehenden Abenteuern gehört ein Film mit Michael Rooker namens Corrective Measures, der einer der ersten Originalfilme sein wird, die auf Tubi veröffentlicht werden. Außerdem können sich Pulp Fiction-Fans auf ein Wiedersehen von Willis und John Travolta in Paradise City freuen. Auf der langen Liste seiner kommenden Direct-to-Video-Filme steht sogar eine zweite Fortsetzung des Films Fortress aus dem Jahr 2021. Die Gründe, die zu Willis aktuellem Karrierestatus führen, sind vielschichtig und kompliziert, und während Fans vermuten könnten, dass seine gesundheitlichen Probleme ein Faktor für seine jüngsten Rollen sind, hat Willis selbst zu diesem Thema geschwiegen. Unabhängig davon werden seine Direct-to-Video-Filme neben seinen Blockbuster-Rollen Teil seines Vermächtnisses bleiben. Schaut euch auch eines unserer neuesten Videos gleich hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsschauspieler. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, um kein einziges Video mehr zu verpassen.